Und? Alles okay mit ihm? Ja. Hat er geschlafen? Ja, bis gerade eben. Oh, shit. Geh schnell duschen. Hallo, mein Schatz. Komm mal hier. Oh, du hast dich schön geschlafen, ja? Ja, hast du schön geschlafen? Hast du jetzt Hunger? Ich habe Christian wegfahren hören. Und als dann endlich Ruhe war, habe ich überhaupt kein Auge mehr zugekriegt. Wie kann so ein kleiner Mensch schon so laut schreien? Tja, ich weiß es nicht. Ach du Schreck. Konntest du auch nicht schlafen? Ich habe Mathe gelernt. Geschrei nicht eine Arbeit. Hat dich das Geschrei denn nicht gestört? Welches Geschrei? Ich habe Musik gehört. Ja. Ich habe ganz fest geschlafen. Habt ihr schlechte Laune? Nee, wir sind nur müde. Wegen Paul. Vielleicht weint Paul dauernd, weil er gar nicht bei uns bleiben will. Wann kommen denn Marlene und Christian? Ich muss los. Wünsch mir Glück. Ja, tschüss. Auf jeden Fall zu spät. Hol mir deinen Ranzen, ich bin nicht heute zur Schule. Aber Christian sollte mich zur Schule bringen. Ich fürchte, Schätzlein, das wird er nicht schaffen. Ihr habt gesagt, wenn Paul geboren wird, ist alles viel schöner. Nur ich finde alles ganz doof. Ihr habt laufend keine Zeit und dauernd seid ihr müde. Und ich kann nie was mit Paul machen. Ach, das wird schon besser, meine Süße. Tschüss. Bin ich müde. Schatz, weißt du was? Ich bin dafür, dass du ins Gästezimmer ziehst. So weit kommt es noch. Ich möchte bei meiner Frau schlafen. Du schläfst ja nicht, du treibst dich nachts auf den Straßen rum. Also komm. Ach, das ist ja wirklich, das ist doch kein Zustand. Ich finde, du musst fit sein, wenn du in die Praxis gehst. Aber. Nichts aber. Außerdem will ich auch nicht, dass sich Paul daran gewöhnt, nachts herumgefahren zu werden, hä? Hm? Und du womöglich noch vor lauter Übermüdung am Steuer einschläfst. Guten Morgen. Hallo, Inge. Na, ihr Ärmsten. Wieso wir Ärmsten? Wir haben doch Paul. Ja, da hast du natürlich recht. Na, du Schätzlein, kommst du zu mir? Ja, da kann die Mami in Ruhe frühstücken. Nein, nein, ich glaube, er ist nass. Ich gehe mal oben windeln. Vielen Dank nochmal, Herr Novak. Wir sehen uns dann am Montag. Wenn Sie mich zu einer Tasse Kaffee einladen, dann trage ich Ihnen die Kartons auch gerne rein. Das tut mir leid. Eine Kaffeemaschine habe ich noch nicht, aber ein Glas Wasser könnte ich Ihnen anbieten. Auch gut, ist sowieso viel gesünder. Nennen Sie sich eigentlich schon ein bisschen aus, Herr Eisner? Ach, dafür hatte ich noch gar keine Gelegenheit. Also, ich biete mich gerne als Fremdenführer an. Das ist nett, aber ich fürchte, ich kann nicht. Weil es da einen Mann gibt, der was dagegen hätte? Nein, das nicht. Ritas Blumenladen, was kann ich für Sie tun? Wie? Heute? Familie Sinn. Ja, doch, doch, die Schale wird natürlich pünktlich geliefert. Ich mache das immer recht kurzfristig, damit die Blumen auch wirklich frisch sind. In einer Stunde, ich weiß. Ja, garantiert. Wie konnte ich denn das vergessen? Ja, sagen Sie, können Sie auch Blumen verschicken? Ich meine, innerhalb Eisenachs. Natürlich. Ausliefern kann ich allerdings erst heute Nachmittag. Ach, das macht gar nichts. Was soll es denn sein? Ich würde gerne meine Frau mit Rosen überraschen. Und wie viel? 30. Unser Baby hat Geburtstag. Es wird einen Monat. Da wird sich Ihre Frau aber freuen.
Die hier sind ganz frisch. Mhm. Heute erst reingekommen. Duften die auch? Mhm. Sehr schön. Kann ich mir eine Karte nehmen? Selbstverständlich. Ich mache Ihnen noch rasch die Dornen ab, ja? Mhm. Ihr Laden ist neu, oder? Ja, ich habe erst vor 14 Tagen eröffnet. Kann ich helfen? Nee, nee, ist schon gut. Das bringt meinen Beruf so mit sich. Mama, komm mal. 5 Minuten, ich habe gerade einen Kunden, ja? Nein, jetzt! Das ist mein Sohn, wir wohnen oben. Mach doch nichts. Gehen Sie ruhig. Ich kann ja auch am Nachmittag bezahlen. Hier steht die Adresse drauf und falls Sie eine Tetanusspritze brauchen, ich bin Arzt. Meine Praxis ist ganz in der Nähe. Danke! Guten Morgen, Nora. Ich brauche einen Kaffee. Extra stark. Was ist das denn? Sie müssen sich hinsetzen und es anschauen, dann merken Sie es selber. Die Ruhe der Fische strahlt auf den Menschen aus. Und der Stress verfliegt sofort. Und wer keinen Stress hat, wird weniger krank. Und die Menschen werden beim Warten nicht so nervös und bekommen keine Aggressionen. Guten Morgen. Herr Friedrich, ich bin gleich bei Ihnen. Tut mir leid, Kundschaft. Nora. Also für ein ruhespendendes Aquarium ist, glaube ich, in der jetzigen Phase meines Lebens keine gute Idee. Das hat funktioniert. Das hätte ich nicht gedacht. Trotzdem, nachts schlafen wäre mir lieber. Egal. Mhm. Was hältst du davon, wenn wir uns den Kleinen schnappen und mal eine Runde durch den Park drehen, damit Marlene sich endlich mal wieder richtig aufschlafen kann? Und was sagt deine Apotheke dazu? Da wacht Frau Bieber. Ah. Ich glaube aber nicht, dass Marlene es gut findet, wenn wir allein mit Paul aus dem Haus gehen. Wieso denn nicht? Ja, wahrscheinlich hat sie Angst, dass wir irgendwas falsch machen. Ich durfte ihn vorhin nicht mal kurz halten. Wahrscheinlich hat es mit uns gar nichts zu tun. Sie hat bestimmt immer noch Angst um ihn, weil er so krank war. Ja, ich kann das ja auch verstehen, aber jetzt ist er doch kerngesund. Der Doktor sagt, er schreit nur so viel, weil er diese Koliken hat. Dann reden wir einfach mal mit ihr. Ach nee, du Johannes, das möchte ich dann auch nicht. Ich will mich ja nicht aufdrehen. Ja, nee, das ist schon, hast du recht. Tommy? Ich muss noch mal weg. Eine Schale ausliefern. Hab ich total vergessen. Und kurz zum Arzt. Bist du krank? Nein, keine Sorge. Ich muss mich nur impfen lassen. Hab mich verletzt. Aber komm schnell wieder. Frau Meier ist doch in 5 Minuten da. Kannst du nicht auf sie warten? Die hat doch einen Schlüssel. Ich muss mich beeilen. Soll ich dir was mitbringen? Nein. Tommy, es dauert nicht lange. Versprochen. Ich mach da mal Mittagspause. Mhm. Soll ich Ihnen was mitbringen? Nein, danke, Nora. Schönen Tag. Ich bin Rita Bennett vom Blumenladen. Ich bräuchte eine Tetanus, meine ist abgelaufen. Es tut mir leid, wir haben jetzt Mittagspause. Der Doktor hat viel zu tun. Können Sie am Nachmittag wiederkommen? Hören Sie, ich kann nur jetzt. Bitte. Nora, schon in Ordnung, ich kümmere mich drum. Wiedersehen. So, ich kann jetzt noch 1-2 Tage wehtun, aber das ist völlig normal. Vielen Dank, dass Sie mich noch genommen haben. Jetzt will ich Sie auch gar nicht weiter stören. Frau Bennett, Sie stören doch nicht. Aber wo Sie schon mal da sind, vielleicht könnten wir gleich ein Patientenblatt anlegen. Sie sehen ein bisschen blass aus. Ist alles in Ordnung? Ich bin gerade erst nach Eisenach gezogen. Der Umzug war halt anstrengend. Aber das Schlimmste ist jetzt geschafft. Ich möchte nicht unhöflich sein, aber ich muss wirklich los. Bitte, wenn Sie meinen. Vielen Dank nochmal. Du lieber Himmel. Ist alles in Ordnung? Das tut mir leid. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Die Fische. Ja, Bennett? Was? Aber wo ist denn Frau Meier? Wie geht's weg? Tommy, ganz ruhig. Ich bin sofort da, ja? Das tut
mir wirklich leid. Ich muss dringend weg. Falls Sie einen Wasserschaden haben oder so, ich bin versichert. Ja, ja, schon läuft doch. So. Und hier auch noch. Und du auch noch, komm. So. So viel zum Thema beruhigende Fische. Inge, ich mach das schon. Setz dich hin, genieß die Ruhe. Lange dauert sowieso nicht. Ihr seid alle so lieb zu uns. Ich hoffe, Paul und ich, wir gehen euch noch nicht auf die Nerven. Nö, Paul nicht, aber... Aber ich? Ja. Wobei, auf die Nerven gehen kann man das eigentlich nicht nennen. Es ist bloß so, Johannes und ich fragen uns, ob du uns nicht zutraust, richtig mit deinem Baby umzugehen. Ich will euch einfach nicht belasten. Ihr macht eh schon so viel für mich. Ich würde das Schmusen mit einem Baby nicht unbedingt als Belastung ansehen. Ja, du hast recht. Es fällt mir einfach noch schwer, Paul abzugeben. Selbst an Christian. Wenn er nachts mit ihm rumfährt, ich tue kein Auge zu. Er macht sich total kaputt und das hilft mir überhaupt nichts. Aber ich verändere das. Ich verspreche das, ja? Also, ich traue dem Wetter nicht. Ich glaube, ich tue das im Trockenen. Ja? Diese Blumen soll ich Ihnen nur geben. Ach, danke schön. Bitte. Und nicht vergessen, dann noch mal anschneiden. Wiedersehen. Wenn du bald auch den anderen Teil der Familie kennenlernst. Hm? Oh, sie haben ja die Fische umgestellt. Das ist eine super Idee. Die sehen viel besser aus. Finden Sie. Oh Gott, wie ist das denn passiert? Frau Bennett, ich möchte nicht drüber sprechen. Warten Sie, ich mache das schon. Ich habe lauter energiespendende Sachen für Sie gekauft. Sauerstoffwasser und Müsliriegel, es wird Ihnen helfen. Tut mir leid. Ich entschuldige mich dafür. Ja, wiederhören. Das glaube ich nicht. Du hast blöde Zicke zu ihr gesagt? Ja, weil sie eine ist. Die ist total eklig. Was sollen wir denn jetzt machen? So schnell finde ich niemanden anderen. Du musst doch nicht den ganzen Tag im Laden sein. Wir haben genug Geld. Das hast du selber gesagt. Tommy, das geht hier nicht immer nur ums Geld. Soll ich den Laden heute Nachmittag zulassen und wir unternehmen was zusammen? Nö, kein Bock. Mama? Mama! Dr. Kleist? Sie habe ich heute völlig vergessen. Soll ich die Versicherung anrufen wegen dem Schaden? Nein, nein. Kein Problem. Keine Toten und kein Wasserschaden. Das ist übrigens mein Sohn, Tommy. Dr. Kleist? Hallo, Tommy. Du kannst ihn gern anrufen, wenn mal was ist. Ich habe seine Nummer schon einprogrammiert. Mir kann sowieso keiner helfen. Ja, ich wollte sowieso nur meine Blumen bezahlen. Das kommt hier überhaupt nicht in Frage. Schließlich habe ich Ihre Mittagspause ruiniert. Wir sind wirklich quitt. Okay. Dann nehme ich es gerne an. Danke. Ich danke. Ciao, Tommy.
Wieso bist du so nett zu dem? Wieso soll ich denn unfreundlich sein? Der ist doch auch nett. Der ist ein Schleimer. Tommy, komm jetzt. Macht das ganz prima. Ich komme gleich, Schatz. Für wen ist denn der Blumenstrauß? Für Marlene. Aber Marlene hat doch gar keinen Geburtstag. Nein, aber Paul ist heute einen Monat alt geworden. Feiern wir jetzt jeden Monat Paul seinen Geburtstag? Natürlich nicht. Christian hat doch gesagt, die Rosen sind für Marlene. Männer schenken den Frauen, denen sie lieben, auch einfach mal so einen Blumenstrauß, nicht wahr? Du machst die Kleine eifersüchtig, pass auf. Christian? Die sehen aber schon sehr hinfällig aus. Warum hast du die nicht ins Wasser gestellt? Ja. Weil? Gleich. Clara. Natürlich gehörst du auch zu den Frauen, die ich liebe. Und die habe ich auch was mitgebracht. Aber das kriegst du erst, wenn ich deine Hausaufgaben angeschaut habe, okay? Pivi? Pivi? Hast du was, was ich Clara schenken kann? Ich habe gesagt, ich habe ihr auch was mitgebracht. Hä? Das ist jetzt so kompliziert zu erklären. Fällt dir irgendwas ein? Ja. Ist das okay? Ja. Sind das meine Lieblingspralinen? Ich weiß. Deswegen hat sie diese auch vor dir versteckt. Danke. Und verrat mich nicht. Nein. Hey, hier bist du. Ich mach dir ein kuscheliges Bettchen. Aber ich muss hier nicht alleine schlafen, oder? Sind die für mich? Nein, die sind für Clara. Und das ist Paul. Mensch, können Sie nicht aufpassen? Oh, Entschuldigung, ich hab dich gar nicht gesehen. Ist dir was passiert? Sie konnten mich nicht sehen, ich bin zu schnell gefahren. Ey, hallo, ich fahr dagegen und sie entschuldigt sich bei mir? Ist Ihnen was passiert? Nein, kein Problem. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Wiedersehen. Tschüss. Was soll denn das? Kein Mensch behandelt mich normal. Das kommt, weil wir hier neu sind. Nein, das kommt, weil ich ein Spast bin. Du erträgst mich doch auch nicht. Komm, ich will nach Hause. Kannst du mit dem Gepiekse mal aufhören? Macht einen ja wahnsinnig. Was soll ich denn sonst machen? Du könntest zum Beispiel mal ausprobieren, wie du mit dem neuen Herd zurechtkommst. Magst du die Würste braten? Hast du doch früher so gerne gemacht. Ich hab sowieso keinen Hunger. Jetzt stell dich nicht so an! Es tut mir leid, das habe ich nicht so gemeint. Bratwurst, Sauerkraut und Kartoffelpüree. Das war Papas Lieblingsessen. Wir müssen weiterleben, Tommy. So normal wie nur irgend möglich. Das hätte Papa auch so gewollt. Hast du was? Nur Bauchschmerzen. Das Übliche. Muss ich aufstehen? Du wolltest dir meine Is angucken und mir geben, was du mir mitgebracht hast. Was? Und hier, mein Schatz. Die Is gucke ich mir morgen an, ich muss schlafen. Clara.
Warum weinst du denn? Christian hat mich nicht mehr lieb. Ach, wie kommst du denn auf den Unsinn? Natürlich hat dich Christian lieb. Er hat mir weiße Pralinen geschenkt und er weiß ganz genau, dass ich weiße Pralinen nicht mag. Hier, die kannst du haben. Und meine Schularbeit guckt er auch nicht mehr an. Hier ist es nicht mehr schön. Und Paul heult die ganze Zeit. Weißt du, als ich so alt war, habe ich auch nur geheult. Hatte dich der Lisa trotzdem lieb? Natürlich hatte sie mich lieb. Und wir haben Paul auch lieb. Ich weiß ja noch gar nicht, ob ich den lieb habe. Ich kenne den ja noch gar nicht. Es wird schon viel besser. Heute Nacht hat mich das Geschrei nur 4-mal geweckt. Ehrlich? Ja. Das ist aber gut. Ich habe wieder mal das Gefühl, die ganze Nacht kein Auge zugetan zu haben. Wollen wir Radtour machen? Frische Luft wird uns gut tun. Bitte? Hast du überhaupt keine Lust mehr, in deinem Garten zu arbeiten? Doch, doch, aber mein Eheleben gefällt mir viel besser. Soll ich mal? Ja, ich krieg's nicht. Ich würde ja gerne, aber ich müsste mal unbedingt ins Atelier. Ich meine, ich komme ja zu gar nichts mehr, außer Eheleben. Mäuslein, du weißt doch, dass du anklopfen sollst. Ich wollte Johannes nur sagen, dass ich mit ihm zur Schule fahren will. Warum soll ich denn Christian nicht in die Schule bringen, Mäuslein? Mit dem fahre ich nie wieder. Was? Warum denn nicht? Aber... Was hat sie denn? Das mit den Pralinen war keine gute Idee. Wieso? Sie hasst weiße Schokolade. Oh Mann, das habe ich total vergessen. Hat sie sich beschwert? Ja, sie ist todunglücklich. Ich glaube, die Tropfen, die Johannes uns gegeben hat, die wirken. Das sind gute Nachrichten, kleiner Mann. Ich möchte nämlich bald wieder hier einziehen. Ein paar Tage warten wir noch ab. Also gut. Übrigens, ich glaube, wir müssen uns ein bisschen mehr um Clara kümmern. Sie fühlt sich, glaube ich, ein bisschen vernachlässigt. Ja, kein Wunder. Es dreht sich ja alles nur um unseren kleinen Vater, ne? Ja. Ich werde sie heute von der Schule abholen. Einverstanden. Auf mich ist sie sowieso böse. Tja. Frau Bennett, ich brauche dringend einen Entschuldigungsstrauß für eine junge Dame. So. Ist Ihnen nicht gut? Mir ist nur schwindelig. Das hab ich öfter. Kommen Sie rein, setzen Sie sich. Ich muss mir endlich mal eine neue Brille besorgen. Bin immer müde. Egal, wie lange ich schlafe. Ich vergesse schon dauernd was. So, jetzt geht's wieder. Frau Bennett, ich weiß, dass das Frauen nicht gern hören, aber Sie sehen wirklich nicht gut aus. Sie sind viel zu blass und haben entzündete Mundwinkel. Ich weiß. Es geht überhaupt nicht mehr weg. Aber ich schaue momentan sowieso in keinen Spiegel. Haarausfall habe ich nämlich auch noch. Ich möchte Sie nicht beunruhigen, Frau Bennett, aber das könnte eine Blutarmut sein. Ich würde Sie gerne mit in meine Praxis nehmen und ein großes Blutbild erstellen. Das geht nicht. Ich muss mit Tommy noch seine Übungen machen und das kann ich nur, wenn die Aushilfe da ist. Ja. Haben Sie denn keine professionelle Hilfe? Die letzte Pflegerin hat gestern gekündigt. Tommy will keinen Fremden an sich ranlassen. Der ekelt ja einfach alle raus. Aber das können Sie doch gar nicht schaffen. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Wenn Sie niemanden finden, bringen Sie ihn doch einfach mit. Also gut. Aber jetzt wenden wir uns erstmal Ihrem Problem zu. Der Entschuldigungsstrauß. Ingelein, Überraschung! Inge? Huch! Ich heiße Johannes Kleis. Wen hast du denn erwartet? Was machst du denn hier? Naja, Chinesisch. Ich habe gedacht, du arbeitest und ich habe Urlaub und da wollte ich schön... Ja, ich habe ja auch gearbeitet.
an mir. Ja, warum machst du denn sowas überhaupt? Du bist doch schön, das brauchst du doch gar nicht. Ja? Ja, aber von Zeit zu Zeit braucht eine Frau ein bisschen Raum für sich. Das hättest du ja gleich sagen können, dann wäre ich wieder gegangen. Ach, Johannes, komm. Ja, wenn man immer ungelegen kommt. Ich mach das jetzt schnell ab und dann essen wir zusammen, ja? Kussi, kussi. Na los. Na siehst du. Hallo. Wie war die Schule? Schön, ich habe 3 Sternchen für meine Is bekommen. 3 Stück? Oh, das müssen wir ja feiern. Was willst du heute machen? Eis essen gehen. Gut, Eis essen gehen. Dann gehen wir aber vorher noch in die Apotheke. Hallo, ich brauche noch ein paar Tropfen für Paul. Magst du den Wagen schieben? Oh ja. Der schläft ja schon wieder. Ich will endlich mit ihm spielen. Oh, Schatz, ja, das dauert noch ein bisschen, bis er seinen Rhythmus gefunden hat. Darf ich den Rhythmus für ihn finden? Dann geht es bestimmt schneller, oder? Schatz, damit ist was ganz anderes gemeint. Mein Mann wollte Tommy zu einem Schuhkonzert fahren. Da kam ihm ein Raser entgegen. 3 Sekunden. Und unser ganzes Leben war zerstört. Mein Mann war sofort tot. Tommy konnten sie retten, aber der wird für immer gelähmt bleiben. Haben Sie denn keine Familie, die Sie auffangen kann? Das ist schwierig. Meine Eltern, die leben in Süddeutschland bei meiner Schwester. Also natürlich stehen die mir bei, aber die sind körperlich gar nicht in der Lage, mir oder gar Tommy unter die Arme zu greifen. Schon gar nicht auf einem einsamen Bauernhof. Sind Sie deshalb nach Eisenach gekommen? Das Haus habe ich von meinem Mann geerbt. Und mit dem Geld von der Versicherung, da konnte ich die Wohnung behindertengerecht machen und den Laden einrichten. Irgendwie hatte ich die Vorstellung, dass hier alles einfacher wird, aber Tommy, der blockiert total. Hier sind die Blutwerte. Danke nochmal. Ihr HB-Wert ist extrem niedrig. Ist auf jeden Fall eine Anämie. Aber wir müssen noch genauere Untersuchungen machen. Und woher kommt sowas? Och, das kann viele Ursachen haben. Eine akute Mangelernährung zum Beispiel oder extrem vegetarische Kost. Wir essen ganz normal. Und irgendwelche unerkannten Blutungen, vielleicht ein Magengeschwür oder Hämorrhoiden. Oh, damit habe ich keine Probleme. Wie ist denn Ihr gynäkologischer Befund? Ich muss gestehen, ich war ziemlich lange nicht mehr beim Frauenarzt. Ja, also ich würde gerne noch einen Ultraschall von Ihrem Bauchraum machen. Sind Sie damit einverstanden? Was? Johannes, ja. Wir haben volle 3 Stunden durchgeschlafen. Ja, und? Ich mache uns schnell einen Kaffee und dann muss ich aber mal losmachen. Nein. Doch. Oh, lass uns liegen bleiben. Doch. Bitte. Ein bisschen kuscheln, ne? Sie haben ein Myom an der Gebärmutter. Das könnte die Ursache sein. Das muss auf jeden Fall behandelt werden. Sie meinen, ich muss operiert werden? Das muss die Kollegin entscheiden, aber ich glaube, ja. Das geht jetzt nicht. Dr. Kleist, ich weiß, was ein Myom ist. Das ist nichts Bösartiges, also kann ich damit auch noch ein bisschen weiterleben. Ich muss jetzt erst mal abwarten, bis Tommy bereit ist, sich überhaupt von jemand anders betreuen zu lassen. Frau Bennett, in Ihrem geschwächten Zustand sind Sie für Ihren Sohn keine Hilfe. Das muss Tommy auch einsehen. Ich kann das jetzt nicht. Wenn ich jetzt ins Krankenhaus gehe, dann kriegt er die komplette Panik. Soll ich mal mit ihm reden? Nehmen Sie es ihm nicht übel, aber er hasst Ärzte, weil sie nicht gesund machen konnten. Ich höre mich mal um. Und falls Sie sich das mit der OP anders überlegen, rufen Sie mich an, ja? Hallo, Frau Dr. Hallo. Hallo. Gott, das ist der Münzig. Schauen Sie doch mal, das Zeigefingerchen. Oh, ein besonders hübsches Kind. Das wäre Mann, du hast im Gesicht geschnitten. Das sagt mein Mann auch immer. Na und du bist doch bestimmt besonders stolz auf deinen kleinen Bruder. Hm? Willst du mir auf den Arm? Das mache ich dann schon. Ja. Ja. Aber du hast in die Hosen gemacht, Paul. Uiuiuiui. Ach, Clara, bist du mir böse, wenn wir das Eis zu Hause essen? Nein. Gut. Ja.
Hallo. Novak. Sie schon wieder? War gerade hier in der Gegend. Eine kleine Aufmerksamkeit zur Ladeneröffnung. Ich meine, Blumen kann man Ihnen ja wohl kaum schenken. Das ist aber nett. Purer Eigennutz. Ich nehme an, Sie wollen auch gleich eine Tasse. Genau. Wo soll ich es denn hinbringen? Nach hinten? Ja. Oh. Hi. Ich bin Klaus. Bringst du mich hoch? Der Akku ist alle. Und mein anderes Spiel ist oben. 2 Minuten. Nein, jetzt. Lass mich bitte kurz den Kaffee ansetzen. Jetzt. Du kannst das auch alleine. Ich komme gleich nach. Tommy! Das tut mir leid. Mein Sohn, der sitzt noch nicht so lange im Rollstuhl und er hat halt noch so seine Probleme damit. Ich kenne das. Ich habe als Zivi ein Jahr lang so einen Jungen betreut. Also wenn Sie mal Hilfe brauchen, Sie müssen es nur sagen. Das ist ja lieb von Ihnen. Vielleicht komme ich mal drauf zurück. Gehabt? Nein. Und wo ist Marlene? Die wickelt Paul. Wegen dem konnte man kein Eis essen. Ach, und deswegen bist du sauer? Nein, lass mich. Okay. Dann gibt's aber auch keine Überraschung. Überraschung? Was ist für eine Überraschung? Was ganz Tolles. Das bekommt man aber nur, wenn man lächelt. So? Genau so. Keine Ahnung. Schon nach? Dankeschön. Für meine allerliebste Clara. Dicken Kuss. So, mein Schatz, was möchtest du denn? Eis oder Pudding? Pudding. Ich möchte umrühren. Gut, dann komm. Na? Hallo? Hallo. Hallo. Wo wart ihr denn? Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Ja, ich habe ein paar neue Entwürfe ausprobiert im Atelier und darüber völlig die Zeit vergessen. Ja, und ich habe ihr dabei geholfen. Geholfen? Ja. Wir kochen gerade Pudding. Wollt ihr auch welchen? Mhm. Ja, gerne. Ja. Inge, sag mal, könntest du mal Paul nehmen? Aber natürlich. Gut. Oh, wann darf ich denn Paul mal nehmen? Och, heute Nachmittag kannst du ihm den Tee geben. Okay. Inge und ich habe nächste Woche einen Termin noch in der Stadt. Einen ganz wichtigen. Kannst du ihn da auch mal nehmen? Aber gerne, klar. Das weißt du doch. Ja. So, ich da rein. Halt voll. Geht das jetzt immer so? Wieso redest du so lange mit dem? Hast du jetzt jedes Mal so eine Szene, wenn wir auf fremde Menschen treffen? Seit wir hier sind, sitzt er dir auf der Pelle und der blöde Doktor auch. So ein Blödsinn. Die sind einfach nur nett. Du willst doch nur einen neuen Mann. Sag mal, spinnst du? Ich habe ganz andere Probleme. Was hast du denn für Probleme? Du bist kein Krüppel. Jetzt gehst du zu weit. Mama? Was ist denn? Mama! Mama! Scheiße, das Handy. Hallo? Ist da jemand? Thank you.
Justus! Ja, Tommy Bennett, schnell! Es ist alles meine Schuld. Ich war so fies zu ihr. Wenn sie jetzt stirbt, dann... Sie stirbt nicht. Bleiben Sie ganz ruhig liegen, Frau Bennett. Der Krankenwagen kommt gleich. Es ist nicht so schlimm, aber die Wunde muss genäht werden und deine Mutter muss zur Beobachtung in die Klinik. Ins Krankenhaus? Kann ich mitkommen? Ja, klar. Warum ist sie denn so lange da drin? Weißt du, manche Untersuchungen brauchen mehr Zeit. Das kennst du doch sicher noch, oder? Außerdem gibt es noch ein anderes Problem. Und das ist auch der Grund, warum deine Mutter ohnmächtig geworden ist. Ist es schlimm? Nein, Gott sei Dank nicht. Sie hat eine gutartige Geschwulst. Und das muss sofort operiert werden, sonst wird sie immer schwächer. Und das willst du doch nicht, oder? Nein. Kann ich dann hier bei ihr in der Klinik bleiben? Tommy, wie wär's, wenn du versuchst, mit fremder Hilfe ohne sie zurechtzukommen? Hm? Meine Assistentin sucht bereits einen Pfleger für dich, der bei euch wohnen kann. Bei uns wohnen? Nein, das will ich nicht. Auf keinen Fall. Jetzt hör mir mal gut zu. Du musst lernen, mit Menschen zurechtzukommen, die dir helfen wollen. Verstehst du das? Du brauchst sie, egal wer das ist. Und wenn du das nicht lernst, dann machst du dir das Leben nur unnötig selber schwer. Und deiner Mutter auch. Du kannst viel mehr, als du glaubst. Das hat man bei deiner Rettungsaktion gesehen. Nein, ich kann gar nichts mehr. Das ist doch Unsinn. Du willst vielleicht nicht. Was soll ich denn wollen? Zum Beispiel mal für deine Mutter da sein? So wie sie für dich da ist? Du hast die gleiche Verantwortung für sie, wie sie für dich. Denk mal drüber nach. Mama. Und? Ich habe in der Gön schon Bescheid gesagt, damit sie einen OP-Termin machen. Scheint mir auch das Beste zu sein. Sie bleibt gleich hier. Es tut mir leid. Ist ja gut. Das wollte ich nicht. Ich weiß. Herr Dr. Berg und ich sind beide der Meinung, dass Sie wegen des Myoms gleich in der Klinik bleiben sollten. Aber wer soll sich denn dann um Tommy kümmern? Ich schaff das schon. Und ich komme dich jeden Tag besuchen. Hier ist das Gästezimmer. Okay, dann mache ich mal das Bett für den Pfleger. Habt ihr Bettzeug? Ich glaube, da oben im Schrank. Ach, herrje. Das kann alles auf den Müll. Wieso spielt sie kein Schlagzeug mehr? Wie denn? Dafür braucht man seine Füße. Das geht doch bestimmt auch ohne. Das klingt scheiße ohne Bass-Trommel. Das will ich nicht. Wo steht denn dein Schlagzeug? Im Keller. Kennen Sie vielleicht jemanden, der eins braucht? Vielleicht. Ich habe Paul Tee mit seinen Tropfen gegeben. Oh, toll! Und? Hast du sonst noch was Schönes erlebt? Ich habe den Kinderwagen geschoben und dann haben wir Pudding gekocht. Boah, und hast du mir was aufgehoben? Ja, aber jetzt musst du ganz leise sein. Paul schläft. Hallo. Hey. Hi, Schatz. Wenigstens die haben es ins Wasser geschafft. Pibi. Soll ich mal gucken, ob Paul noch schläft? Aber nur an der Tür horchen, nicht reingehen. Mhm. Sag mal, hast du die Blumen entgegengenommen? Ja. Habt ihr nicht gemerkt, dass die von mir für Clara sind? Doch, sie hat sich sehr gefreut.
Zu mir hat sie überhaupt nichts gesagt. Paul schläft, oben ist alles still. Richard. Der Blumenstrauß. Du bist der allerliebste Christian auf der ganzen Welt. Mir hat noch nie jemand so schöne Blumen geschenkt. Dann wird's ja Zeit. Ich sag, ich hatte einen ganz schön anstrengenden Tag heute. Wir auch. Paul hat jetzt endlich seinen Rhythmus gefunden. Hey. Hey. Störe ich? Nein. Kann ich kurz reinkommen? Klar. Alles klar? Ja. Geht's dir gut? Ist ja der Tag der großen Kinder. Nein, ich freue mich einfach, dass du da bist. Außerdem ein Patient von mir. Ist querschnittsgelähmt, ein Junge. Er war früher leidenschaftlicher Schlagzeuger, aber jetzt, wo er seine Beine nicht mehr bewegen kann, da hat er keinen Bock mehr. Mhm. Ich glaube aber, dass es wichtig für ihn ist. Kennst du jemanden, der Schlagzeug spielt? Nee. Aber wir können mal im Netz gucken, wenn du magst. Klar. So. Was gibst du jetzt ein? Holzstuhl und Schlagzeug. Hast du noch Schmerzen? Bin nur noch ein bisschen müde. Du kannst ruhig noch etwas hierbleiben, wenn dir das gut tut. Das heißt, dass du dich mit dem neuen Pfleger gut verstehst? Gestern waren wir schwimmen. Das ging ganz gut. Ich muss nur noch richtig trainieren. Na, das sind ja erfreuliche Nachrichten. So, Frau Bennett, mit Ihnen geht's wieder bergauf? Das kann man wohl sagen. Wenn Sie einverstanden sind, hole ich Sie mit Tommy morgen früh ab. Ich habe auch eine Überraschung. Was denn? Das wird nicht verraten. Also, bis morgen. Das ist so gemein. Warum tun Sie das? Tommy, jetzt warte doch mal. Glaubst du, ich habe den weiten Weg gemacht, um dir weh zu tun? Dann schau dir doch den Schlagzeuger mal an. Nein. Mensch, guck ihn dir doch wenigstens an. Hi. Tommy. Ich bin der Fabian. Und das ist meine Band. Hallo. Hallo. Hi. Grüße dich. Hi. Du willst doch sicher wissen, wie ich das mache. Ja, klar. Da ist ein Sensor drin, den man mit den Zehen auslöst. Den tickt man an und steuert somit die Bassdrum. Und das funktioniert? Ja. Man muss nur das Schlagzeug entsprechend umbauen. Hier, für dich. Danke. Bitte. Willst du auch mal probieren? Das ist es auch. Ja. Das bitte mit. Ich bin aus Neuseeland, von Lisa. Okay. Hallo ihr Lieben, geht mir super gut, aber ich vermisse euch natürlich auch, muss los, die Jungs warten. Das ist ja super ausführlich. Naja, Hauptsache sie ist glücklich. Christian, holst du bitte Marlene, sie wollte sich ein bisschen ausruhen. Ja, natürlich. Ich kann das Kind nehmen. Aber gerne. Sie schläft ein. Schläft ein, ja. Hey, die warten alle auf dich. Ich
ich bin eingeschlafen. Dabei wollte ich so schön sein für dich. Aber Schatz, du bist doch immer schön. Und jetzt kommst, Essen wird kalt. Da müssen Sie sich noch einen Moment gedulden.